Thema Backup aufräumen, mache ich auch direkt weiter und ihr kommt auch noch in den Genuss meiner Seifen und also auch Verschenkseifen und meiner Backup Backspuck-Kosmetik Schminke, Ersatz oder Verschenken. Wir legen los. Als erstes eine Seife, die ich von einer lieben Freundin bekommen habe. Ich liebe diese Seifen. Die riecht wunderbar nach Apfelsine. Ich bin ja sowieso ein Fan von festen Seifen und freue mich schon, wenn ich die anbrechen kann. Ich komme mit Seifen allerdings auch immer sehr lange aus. Ne? Ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man arbeitet und sich oft außer Haus die Hände wäscht, dann halten Seifen länger. Dann habe ich von einer anderen lieben Freundin diese Zitronenseife bekommen, wenn ich mir aussuchen dürfte. Bei festen Seifen wäre immer Zitrone mein Duft der Wahl. Unter anderem auch mag ich hier, habe ich auch gleich hier, diese Kernseife von Dalli. Ist meine absolute lieblingsfeste Seife. Die nehme ich am allerliebsten von allen festen Seifen dieser Welt. Dalli Kernseife. Dann macht eine Freundin selber Seifen, die ich auch sehr gerne benutze. Da habe ich allerdings mittlerweile schon hier drei im Bett Backup. Ich benutze immer abwechselnd bei festen Seifen eine von der Freundin gemachte und eine gekaufte. Und die sind auch mit eigenen Kräutern und ja, Gewürzen gespickt und auch immer sehr genial. Dann Honigseifen. Ich mag eigentlich bei festen Seifen so gut wie alles. Eine Honigseife, die wird auch irgendwann an die Reihe kommen. Dann von meiner Lieblingsseifenmanufaktur, Freiburger, in Freiburg sitzen die, glaube ich. Steht das irgendwo? Ich glaube, hier könnt ihr mal lesen. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie die Adresse. Eine Alaun-Seife, auch noch nicht angebrochen und die machen einfach fantastische Seifen. Meine Lieblingsseife von denen kommt mir auch gleich hier entgegen. Oh, die Patchouli-Seife. Mm. Ach, wenn ich die schon rieche, ich fahre da voll drauf ab. Ne? Also ich merke schon, ich muss mir mehr die Hände waschen, damit ich schneller die Seifen verbrauche. Hier ist nochmal verpackt meine absolute Lieblingsseife, ganz billig, Dalli Kernseife. Immer bestens mit ausgerüstet. Dann habe ich hier noch, ich sehe aus, voller Staub von oben bis unten. Von Nivea, die habe ich mir mal im Nivea Shop online bestellt. Die Strawberry Erdbeer-Milchseife, noch nicht benutzt. Dann, wer erinnert sich noch an irischer Frühling, die Seife? Und irgendwie ist die, glaube ich, weiß nicht, so ein bisschen ähnlich. So sieht die aus. So, so ein bisschen so ein Nostalgiekauf war das, die, wie die Seifen so zu meiner Kindheit. Riecht auch so. Oh, fantastisch. Riecht nach Fahrduschgel. Wie die halt zu meiner Kindheit so waren, die Seifen, ne? Wie die bei Opa und Oma, Tante und Onkel im Badezimmer lagen. Ich weiß nicht, kann sein, dass dies eine alte DDR-Marke ist. Kennt sich jemand von euch aus oder ist das eine ganz normale, die man hier auch kriegt? Dann wartet auch noch auf den Gebrauch eine Orangenseife. Hier, diese ist bestimmt auch genial. Das sieht so aus, als wenn da so ein Lufferschwamm drin ist, aber ich kann es nicht genau erkennen und auch hier nicht lesen. Und dann hier natürlich auch so ein ja, Nostalgiekauf. Na, Far Lemon Fresh riecht jetzt eher nicht so, also die blaue gefällt mir besser. Dieses Lemon Fresh ist mir zu klosteinig. Dann sind wir bei meinen Seifen durch und kommen jetzt zur dekorativen Kosmetik, zu meinen Verschenk- bzw. selber Nachbenutz Kistchen, was ich wahrscheinlich aber nie nachbenutzen werde, weil ich einfach von den meisten Sachen für den Rest meines Lebens Vorrat habe.